Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir sind heute mal wieder Fahrradfahren und ihr seht, die Blätter sind verfärbt, nicht mehr grün. Im tiefsten Herbst, es hat geregnet, es ist klatschnass. Ich bin echt mal gespannt. Wir sind heute an der Krugeiche in Oberstenfeld und zwar ist der Nico dabei, den kennt ihr aus den Oberammergau-Videos, der Manu und der Sven, die kennt ihr beide auch schon. Und wir checken heute hier nochmal die Trails von den Trailsurfers aus, fahren hier mal ein paar Runden auf den Trails und wenn ihr interessiert seid, wo die Trails alle sind, dann schaut mal bei den Trailsurfers auf der Website vorbei. Da sind die alle gekennzeichnet. Die sind alle legal angelegt. Das heißt, da dürft ihr alle fahren, wenn ihr wollt. Und genau, ich würde sagen, jetzt geht's los. Wir gehen Fahrrad fahren und viel Spaß euch. Let's go! Du sollst hier nicht abgerissen. Ja, Boss. Ich muss langsam fahren, weil ich habe zu wenig Luft hinten drin und ich traue mich nicht, dass das dann mein Hinterreifen aufgeht, weil sonst reißt das Ventil ab. Ich mag sie nicht so hart. Was für langsam! Da gibt er Gas. Cool. Oh. Rutschig. Nass. Alter, was für ein Trail. Und ich weiß nichts davon. Die Matsch gefressen. Boah. Ich bin den Trail noch nie gefahren und war schon 10 Mal hier oder so. Der geht weiter. So, zweiter Trail für heute. Es wird ja schon ziemlich relativ früh dunkel. Den Sprung habe ich schon immer gehasst. Hoch anfahren. Ja, alles gut. Nur ein bisschen rutschig. Die anderen gingen eigentlich ganz gut klar, aber du musst halt genug Speed haben. Also, viel Spaß. Oh, Matschbude! Okay. So, das da will ich heute ganz sicher nicht. Da habe ich beim letzten Mal, wo ich hier war, den Julian voll weiter getroffen. Schaut mal bei dem auf dem Kanal, der war jetzt in Kanada und hat da ganz viele Videos gemacht. Richtig cool. Schaut da mal vorbei. Den habe ich das letzte Mal da oben auf dem Trail getroffen. Da haben wir einen Krankenwagen gerufen, da ist jemand gestürzt. Warst du da eigentlich dabei?
Nee, gell? Geil, Mann. Richtig cool. Business und so, weißt du? Hashtag kranker Shit. Wie geil! Oh, voll Dreck in der Fresse. Also heute ist schon ordentlich. Oh, 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 fuck! Alter! Und ich wollte gerade noch im Video sagen, ist heute schon ordentlich matschig heute. Oh, ich bin gerade da richtig. Und ins Matschloch. Jawohl. Ja, also es ist mega rutschig heute. Ihr seht, wie nass es ist. Schon den ganzen Tag. Ganzen Vormittag hat es heute geregnet. Dementsprechend nass ist es auch. Oh. Ja, ihr seht, wie die Räder aussehen. Mal wieder richtig schön. Da ist F100 heute Abend nötig. Da sieht es auch nicht viel besser aus beim Nico. Jo, wir treten jetzt noch mal hoch, da außen rum, und dann ist Feierabend für heute. Das Wetter wird auch immer schlechter, fängt wieder an zu regnen. Und ich denke, dann ist Schluss für heute. Aber mega geil. War geil. Jo Leute, das war's von dem Video, war's von unserer Tour, unserer kleinen Trailrunde. Hier im Herbst an der Krugeiche in Oberstenfeld. 4 Abfahrten haben wir gemacht auf 3 unterschiedlichen Trails. Habt ihr gesehen im Video. Und ich habe jetzt noch 3 Tipps für euch. Und zwar, jetzt im Winter ist es ja immer nass und kalt. Und die Trails sind oft matschig. Und ich habe 3 Tipps für euch, wie ihr euch anziehen könnt, beziehungsweise wie ihr auf dem Trail bei dem nassen Wetter mehr Grip habt. Und zwar ist es erstens der Luftdruck von euren Reifen. Da müsst ihr danach gucken, dass ihr da so wenig Luftdruck wie möglich fahrt, weil ihr dann maximalen Grip aufbaut. Und gerade wenn es so rutschig ist, ist es ziemlich wichtig, dass ihr schaut, dass ihr so wenig Luftdruck wie möglich reinmacht. Klar, vor allem wenn ihr Alulaufräder fahrt, da müsst ihr darauf achten, dass ihr da keine Durchschläge oder sowas bekommt. Also schon so viel Luft fahren, damit ihr da noch safe seid, außer ihr fahrt einen Durchschlagschutz. Aber bei Carbonlaufrädern, da könnt ihr echt, so wie ich es mache, wenig Luftdruck fahren, weil die halten ja viel mehr aus als Alulaufräder und sind viel stabiler. Und da ist auch nicht so schlimm, wenn da mal eine Wurzel durchschlägt. Genau, das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, was ich immer mache, ist meine kurze Regenhose anziehen. Und zwar ist das eine Regenhose von VD. Das ist eine kurze Regenhose und die ziehe ich einfach über meine
Downhill-Hose an, also über meine Race-Face-lange Hose. Und das hat den Vorteil, man bekommt keinen nassen Arsch. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr mit den normalen Hosen fahrt und fahrt so im Matsch und Schlamm, dass ihr ganz oft einfach einen nassen Arsch habt nach der ersten Abfahrt. Und das ist mega unbequem und deshalb kurze Regenhose, die ist dünn, leicht, kann man auch gut mitnehmen im Rucksack oder so. Und die bringt echt richtig viel, ich finde die mega geil. Und dritter Tipp insgesamt dann zum Anziehen, und zwar Gore-Tex-Socken. Ich habe, seit ich im Winter Fahrradfahren bin und es nass und kalt ist und auf den Trails, vor allem in den Anliegern, öfters mal Pfützen drin stehen und da das Wasser steht, habe ich Gore-Tex-Socken. Ich zeige euch die mal, wenn ihr das sehen könnt. Die habe ich über meinen normalen Socken an. Das sind hier Gore-Tex-Socken und die haben den großen Vorteil, die sind wasserdicht. Das heißt, da kann man einfach durch die Wasserlöcher durchheizen und muss sich keine Sorgen machen, dass man nasse Socken hat. Weil wenn man nasse Socken hat, hat man auch schnell kalte Füße und es wird mega unangenehm und der Tag ist oft gelaufen. Ja, das waren drei Tipps. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ich mache das immer so, wenn ich im Winter fahre. Ist mega cool, macht dann mega Spaß, weil man einfach auch mal durch Pfützen so richtig durchheizen kann und nicht gleich pitschpatsch nass ist. Und genau, jetzt war es aber mit meinem Gelaber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Grüße gehen übrigens raus an die Jungs, die ich hier auf dem Trail getroffen habe, die mich gekannt haben, hat mich gefreut, falls ihr das Video seht. Und genau, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder, würde ich mich drüber freuen. Und bis dahin, haut rein, macht's gut, ciao.